Ja, es ist immer gut, Eisenwerkzeuge zu haben. So, Goldmine steht schon seit einer Weile leer. Ist auch nicht so schlimm. Es kommt Gold rein. Und natürlich für dieses kleine Fitzelchen brauchen sie nochmal extra Stein. So, du holst Bier. Ist okay. Ich hoffe, dass du Gold holst. Ja, tust du. Das ist auch okay. So, Kaserne verlassen. Und dann speichern wir mal kurz. Und es geht nach Süden. Nein, ich wollte nicht reinzoomen. So, mal gucken, wo die nochmal waren. Wie man sich es nämlich denken kann, wir sind nicht alleine hier. Bingo. Seid gegrüßt, Fremde, die über den Berg kamen. Man nennt mich Chicken Wing, Häuptling der Nachos. Yay, Chicken Wings und Nachos. Manit hat euch geschickt, unser Dorf wird seit Monaten von fremden Dämonenkriegern angegriffen. Sie fallen wie Fliegen über uns her und verschwinden wieder, ehe Chicken Wing sich zweimal auf den Fuß dreht. Unsere Krieger sind erschöpft und können bald keine Gegenwehr mehr leisten. Bitte helft den Nachos. Chicken Wings Augen sehen mit Freude, dass die Männer der Barkgesichter stark und kräftig sind. Bestimmt werden sie die fremden Eindringlinge besiegen. Unterstützt die Nachos im Kampf gegen die Eindringlinge. Ja. Genau, die Nachos handeln sogar mit uns. Wobei wir hier jetzt nicht wirklich was Tolles handeln können. Aber ab jetzt müsste der Timer laufen. Weil das ist eine Defense-Mission. Und wir werden hier, also nicht wir, sondern die Nachos werden jetzt in regelmäßigen Abständen angegriffen. Und zwar von der letzten Fraktion. Und wir müssen halt den Nachos bei der Verteidigung helfen. Weil wie man sehen kann, die Nachos haben nicht sehr viele Soldaten. Und vor allem nicht viele starke Soldaten. So, unser Steinmetz sollte dann mal gleich wieder töpfern. Jo. Jo, Day. Jo. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, sogar schon mehr Kampfkraft als die Nachos. Dadurch, dass unsere Leute Stufe 3 sind und nicht nur 1 wie ihre. Wobei, so um die 10 Krieger dürften die Nachos zusammenkriegen. Deswegen verstärken wir mal unsere eigene Armee mal nochmal um 10 Leute. Diesmal 2 Schwertkämpfer und 3 Bogenschützen. Dann haben wir nämlich schon mal 5-5.
sind damit auf jeden Fall kampfstärker als die Nachos selber. Und ich werde halt nach jeder Welle einen Save machen. Damit wir uns vergewissern können, dass die nächste Welle, wenn sie kommt, uns nicht überrennt. Die Wellen werden, glaube ich, ein bisschen Zeit brauchen jeweils, bis sie kommen. Dadurch, dass wir aber den Speed anhaben und alles, dürfte das eher recht schnell gehen. Und ja, Gold brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das produzieren wir selber genug. Nahrung haben wir im Überfluss. Ja, Leder. Wolle ist auch nicht so das Problem. Die haben hier schön viel Weizen, muss ich sagen. Also wilden Weizen. Bei unserer ist ja angebaut. So, bis die Kinder groß werden, kann mehr Gold und mehr Waffen angeliefert werden. Wobei die Waffen jetzt schon zum Großteil angeliefert sind. So, hier wird Geschirr gemacht. Möbelwerkstatt ist gerade egal. Wie sieht es mit Schuhen aus? Ja, ich denke, jetzt kann er dann wieder Jäger werden. Vor allem, weil auch gerade die Meldung kommt, dass das Jägerzelt schon eine Weile leer steht. Ja, der Kindersegen. Ist da. Wir haben den Werkzeugschmied erfunden. Das ist auch gut. So, da kommen die letzten beiden Schwerter. Die letzten beiden Eisenrüstungen. Ein Schwert ist noch übrig. Und ja, bis jetzt noch kein Angriff von den besagten Dämonenkriegern. Ja, die Straße zwischen Goldschmied und Goldmine, die war wirklich Gold wert. So, es ist noch ein Bogen und drei Waffenröcke übrig. Eisenmine steht mal wieder leer, was aber nicht so schlimm ist. Und ja, theoretisch hätten wir die Nachos schon viel früher entdecken können. Ich glaube, wir hätten trotzdem noch jede Menge Zeit gehabt, unsere Armee auszuheben. Aber so können wir auf jeden Fall die Nachos dann besser beschützen und haben höhere Gewinnchancen. Und auch höhere Chancen, ja, uns
uns unsere Truppen anzupassen. Holz im Überfluss. Ja, die ersten Erwachsenen. So, noch ein Waffenrock und ein Bogen ist übrig. Noch ein Erwachsener. Und ich denke, solange wir auf Geschwindigkeit geschalten haben, dürfte es schneller gehen, bis die erste Angriffswelle kommt. Es waren 4 oder 5 Angriffswellen, so viel weiß ich noch. So, dann holen wir uns mal die ersten Bogenschützen. Da kommt der letzte Wappenrock. Waffenrock. Wappenrock ist wieder was anderes gewesen. Hehehe. Und da kommt der erste Angriff. Ja, und das genau das habe ich gemeint. Pakal Palenque. Mein Volk befindet sich mit euch im Krieg. Sollte es einer eurer Leute wagen, sich uns zu nähern, werden wir sofort angreifen. Ja, ich bin ihm feindlich gesonnen. Und ja, das sind die Mayas. Die Kerle. Mit dem wir uns nie anfreunden werden. Gut, wir wissen schon mal, aus welcher Richtung sie angreifen. Das habe ich nämlich auch schon vergessen gehabt. So, du kannst wieder Steinmetz sein.